Ja, liebe Ofenfreunde, ich sitze an meinem Lederofen und zwar den Arupa in Creme Weiß. Oder Creme Weiß ist hier falsch. Es ist halt wirklich klassisch cremefarben, ja, so ein bisschen ins Beige gehen. Gussofen, emailliert. Ja, also das ist eine Emaille, die hier drauf ist. Auch in unterschiedlichen Gussvorgängen gegossen, die Sache. Man sieht hier ist es relativ glatt, hier oben ist es auch gewünscht, ist es ein bisschen rauer, damit es so ein bisschen Kontrast gibt. Es gibt ein paar Besonderheiten zu den Modellen, die zeige ich euch jetzt mal. Also einmal haben wir eine relativ große Gefülltür, ja, von vorne. Ihr seht einen kompletten Gussfeuerraum, also da gibt es keinen Stahl oder irgendwas, nichts, was sich verzündern kann, nichts, was sich verziehen kann. Sehr hochwertig gebaut. Und bei Leder ist es auch so, dass man sicherlich nicht darüber diskutieren muss, dass es eine der besten Gießereien der Welt ist. Das ist zweifelsohne so. Ich habe hier den Zugang zu meinem Aschefach. Ja. Und das Schöne ist, aber auch gleichzeitig das, was man bedenken muss, dass der eine seitliche Gefülltür hat. Das heißt, ich muss die Front gar nicht aufmachen, wenn ich nachlegen will, sondern ich mache einfach hier auf. Ja. Hat auch eine Hitzeabweisung, eine Platte. Hier hinter kann Luft spülen, damit es hier vorne nicht zu heiß wird und der Griff auch noch anfassbar bleibt. Ist insgesamt immer noch ein sehr, sehr beliebter Ofen, auch wenn er jetzt natürlich nicht jeden Geschmack trifft, das ist völlig klar. Lässt sich wahlweise oben oder hinten anschließen, hat die Steuerung hier hinten, ja, vielleicht mal kurz gezeigt, hier ist komplett auf und hier ist komplett zu, aber man merkt eben auch im Geräusch, da bewegt sich was und es bewegt sich nicht klappernd, sondern sattes Geräusch. Da ist ein bisschen Material dahinter und das ist bei Leder auch tatsächlich so, da wird sehr großen Wert drauf gelegt. Wie gesagt, das ist jetzt der Arupa. Es gibt ihn auch noch als ähnliches Modell Antigua. Dann hat er hier die Möglichkeit auch noch zu kochen. Den gibt es allerdings nicht in Creme Weiß, sondern nur in Schwarz und ein paar andere Farben. Aber wir haben ihn jetzt halt hier als Arupa stehen. Mittlerweile gibt es auch den Antigua in klein. Ja, es gibt viele weitere solche gestalteten Modelle, weil die gar nicht mal so unerfolgreich waren. Tatsächlich kommt so ein leichter Trend wieder hin zu solchen, ich sage jetzt mal vom Design her, altbackenen Öfen dazu. Gibt es immer wieder Leute, die möchten sowas haben. Kleine Räume oder tatsächlich so ein bisschen alt eingerichtete Räume, macht ja wirklich was her. Und was wir auch machen, ist, dass wir, kommt häufig als Frage, die Ofenrohrfarbe auch anpassen. Das heißt, wir gehen dann nicht hin und holen hier ein schwarzes Ofenrohr raus, sondern das ist in der Regel auch creme-weiß oder eben emailliert schwarz oder sowas, so dass es ein stimmiges Gesamtbild gibt. Ja, sehr wertiger Ofen, sehr schöner Ofen, finde ich, immer wieder. Verkaufe ich auch immer wieder gern, weiß ich nämlich, ich höre nichts mehr von dem Kunden, nichts Negatives. Lässt sich wunderbar bedienen und hat wenig Ärger mit sich, bringt wenig Ärger mit sich, weil die Gusselemente sorgen dafür, dass es alles ewig hält. Wenn es Fragen gibt zu diesem Modell, zu anderen Modellen von Leder oder anderen Herstellern, schreibt es bitte in die Kommentare. Kontaktiert uns per E-Mail oder per Telefon, wenn ihr irgendwo eine Beratung wünscht oder eine Montage. Wir stehen da immer zur Verfügung und dann freuen wir uns auf ein nächstes Video, in dem wir uns sehen. Bis dann.